unsere beiden Herzen im Körper, das rechte und das linke Herz, sind normalerweise von einer Scheidewand getrennt, dem sogenannten Septum. Dieses Septum kann unter Umständen kleine Löchlein enthalten, die die Herzfunktion beeinträchtigen können. Dann fließt Blut von einem Herzen zum anderen und das kann behandlungsbedürftig sein. Man kann zum Beispiel durch interventionelle oder chirurgische Maßnahmen solche Scheidewanddefekte schließen.